Herzlich willkommen zu einem neuen Format. Ist es ein neues Format? Ich weiß nicht. Es ist kein neues Format. Zu keinem auch neuen nicht. Format, aber dem eleganten Versuch, nicht über etwas schreiben zu müssen, aber es euch trotzdem zeigen zu wollen. Nämlich, wie heißt es? Ich glaube, Swingcopters. Swing ohne S. Swingcopters oder Flappy Bird Teil 2, oder? Mhm. Als Untertitel kann man das sagen. Ja. Und Gregor hat es gefunden. Und bevor er euch das gleich zeigt, weil ich habe es noch gar nicht gesehen, ehrlich ich gesagt. Auch nicht. Ach so. Oh, darum geht's ja. Oh, okay. Also doch ein neues Format, weil wir haben nämlich beide noch nicht reingeschaut. Neues Format, wir haben keine Ahnung und machen es trotzdem. Los geht's, oder? Also, ja. Moment, wie heißt das? Also Swingcopters von dem Macher von Flappy Bird. Genau, auch wieder kostenlos, jetzt im App Store und ich glaube auch auf Android schon. Okay, ja. Und jetzt gucken wir mal rein, wie das so aussieht. Ach, wir müssen jetzt auch so gestikulieren. Es gibt scheinbar keinen Ton. Oder? Was sehr schade ist, aber vielleicht können wir das ja aufwerten durch... Wir fangen nochmal an. Haben wir echt keinen Ton? Also vielleicht kommt der Ton, wenn wir dann spielen. Ja, fangen wir einfach mal an. Ne? Starten. Starten? Ja. So. Ah, da war Ton. Okay, Tab. Das ist dasselbe Spielprinzip. Sieht ganz genauso aus, ja. Wie wir schon mal... Das ist sehr kreativ. Ich hab jetzt warte doch mal. Nicht wieder direkt. Okay, es fängt auf jeden Fall genauso an wie Flappy Bird. Man stirbt nämlich sofort. Es geht in eine andere Richtung. Da muss man scheinbar... Tab und dann rechts, links, okay, also... Ach so, du, das ist eigentlich... Wenn, so, du, ah, wenn du das okay, iPad glaub, das so legen würdest, dann hättest du, glaube ich... Probier's was mal jetzt, glaube ich, nicht die klügste Idee war, aber... doch, sieht auch geht noch, ja. Probier ist mal. Gut. Ich glaube, jetzt hast du dasselbe Prinzip wie Flappy Bird. Jetzt ohne Mist. Jetzt ist Flappy Bird quasi. Okay, wir schieben es mal wieder zurück, wie es gedacht ist. So, ich gucke kurz. Ja, alles ja, gut. Perfekt. Also, es geht darum, den Wurm... Ist das ein Wurm? Ich glaube, ein Wurm mit Soldatenhelm, oder? Oder... Alter. Tippe mal nichts, guck mal, wie die Grundbewegung eigentlich ist. Der fliegt halt in eine Richtung und sobald du wieder tippst, fliegt er in die andere. Echt? Ja. Siehst du? Boah, das ist ein bisschen, das ist echt schrecklich. Ein bisschen schwerer, oder? Also mir kommt es auf jeden Fall so vor. Mach du mal. Ich. Okay. Warte, ich muss ja erstmal. Das ist ja. Ich bin ja auch schon. Warte, okay, warte. Das kriege ich hin. Also zumindest einen Punkt sollte man noch schaffen. Gregor, eins muss ich hinkriegen. Und oh. Oh Gott, nein, die da oh, Gott, oh, nein. Das ist peinlich. So. Es ist peinlich. Ja, wir haben keinen einzigen Punkt. Jetzt. Oh, Alter. Aber es hat schon denselben nervigen, ich muss es doch einmal wenigstens hinkriegen, Charme und von Flappy Bird, ne? Ach, Mann. Oh, wie es mich schon wieder aufregt. Ohne Mist. Ja. Ich sehe schon meinen Arm dahin gehen. Aber im Grunde reicht es doch, wenn du es einfach in der Mitte behältst, oder? Einfach nur immer... Ganz schnell. Na gut, aber... Ich glaube, aber wir kommen ich der glaube, Sache ja, näher. Ja. Wir kommen der Sache näher. Homo sapiens. Nein! Okay. Ich Homo sapiens, nicht Homo stupiditas. Oh. Ja, ja. Sehr gut. Na, also, wer schreibt da die Komplettlösung? Jetzt, wo Freddy weg ist. Tipp. Ich glaube, wir haben es im Grunde erfasst, aber es wäre schön, wenn wir noch mehr. Also, ich will auf jeden Fall noch einen Punkt schaffen. Warte, eins, komm. Aber die Hintergründe ändern sich. Was ein Fortschritt ist. Gott. Jawohl, schön. Oh, jetzt habe ich einen Run. Ja, damit haben wir das erfasst, ne? Würde ich sagen. Ich denke auch. Möchtest du noch was zeigen? Gibt es noch andere Modi? Wir gehen nochmal kurz, geh noch kurz ins Menü. Man kann nur raten und Top-Dinger. Oh, Remove Ad. Mhm. Was passiert dann? Das ist ich bestimmt ein Haken dabei, oder? Mhm. Okay, damit haben wir es, oder? Ich glaube... Ja, alles gut. Da wird jetzt nichts mehr passieren. Das ist echt ganz schrecklich. Ich will aber schon weiterspielen. Das ist echt so, ich spiele weiter und du moderierst ab. Ihr habt gesehen, das Ganze ähnelt Flappy Bird ziemlich. Sowohl von der Grafik, wenn man das so sagen kann, als auch von den Geräuschen und so weiter, vom Spielprinzip. Also antappen und damit eine einfache Bewegung beeinflussen. Allerdings, ich glaube, Gregor sieht es ein bisschen skeptischer als ich, weil ich finde, es ist auf jeden Fall, dadurch, dass es kostenlos ist, ist es, finde ich, nicht dreist oder so, sondern man kann es durchaus mal machen, weil vor allem, finde ich, ist es deutlich schwieriger als Flappy Bird, wenn man da mal den Kniff raus hat. Da ist wahrscheinlich das Ähnliche, aber ich habe das Gefühl, damit kann man noch ein bisschen mehr Zeit verbringen, weil es halt einfach
etwas schwieriger ist, aber trotzdem kein Augenöffner. Nee, auf jeden Fall. Der mein Jahr nachhaltig beeinflussen wird. Und auch wenn es halt so ähnlich ist, wird man es halt nicht so lange spielen, glaube ich. Nee. Also das ist, die Leute werden das immer ausprobieren und das wird ihm schon reichen an Verdienst. Ja, ja. Aber es ist halt wirklich genau dasselbe in Grün. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwach, zumal der Typ ja vorher schon auch ein ganz paar andere Spiele noch gemacht hat. Und dass er jetzt eben einfach normal auf, so mit der Welle schwimmt, kann man verstehen, ist aber schon ein bisschen schade. Ich frage mich gerade, war Flappy Bird damals auch kostenlos? Ja. Also ich habe, ja, glaube schon. Ich glaube, war das nicht im Android Store kostenlos und im App Store? Okay. Bin mir nicht, keine Ahnung. Vermutlich war es aber auch kostenlos. Ja. Also im Grunde, weil das ist ja kostenlos, kann man sagen, es tut keinem weh, wenn ihr es mal ausprobiert, aber erwartet nicht zu viel. Außer vielleicht aber, eurem iPhone. Aber ich meine, von so einem Spiel kann man nicht enttäuscht werden. Man sieht es und weiß eigentlich direkt, was passieren wird. Ja. So. Das stimmt. Damit, worauf wartet ihr noch? Los geht's. Tap, 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 tap.